Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um ein brandaktuelles Thema, was ich dir mitgebracht habe aus meinem Workshop, den ich hier in England besucht habe. Du kommst heute an wirklich wahnsinnige Insider-Tipps. Und es geht darum, welche Trends sich jetzt im Copywriting zeigen und immer deutlicher abzeichnen durch die Pandemie. Was hat die Pandemie mit dem Copywriting angestellt und wieso ist das überhaupt für dich wichtig, wenn du ein Business aufbaust oder bereits eins hast? Das verrate ich dir hier. Heute habe ich für dich mitgebracht 4 Trends, die sich seit 2020 abzeichnen. So, wir fangen direkt an mit Nummer 1. Es geht immer mehr darum, Gefühle mit Big Data zu kombinieren. Menschen hatten im Lockdown sehr viel Zeit. Und du wirst es auch gemerkt haben und aus eigener Erfahrung kennen. Was macht man, wenn man viel Zeit hat? Man ist meistens online, wenn man das Haus eh nicht verlassen kann. Und so hat es sich ergeben, dass Menschen noch viel mehr natürlich auf Social Media waren, noch viel mehr recherchiert hatten, auf allen möglichen Seiten unterwegs waren. Und der Trend sich immer mehr dahin bewegt, dass Menschen alles genau unter die Lupe nehmen wollen, alles genau analysieren wollen und auch wirklich verstehen, wo der Teufel im Detail steckt, wo der Haken ist an einer Sache. Das heißt also, deine Konsumenten, deine zukünftigen Interessenten, die sind pandemiegeschult und sind dadurch viel stärker darauf fokussiert, was ist da eigentlich so dabei? Was will mir derjenige verkaufen oder wo ist der Haken, wenn ich jetzt die oder die buche? Deine Herausforderung wird sein, bei deinen Texten Gefühle, Emotionen mit Daten, harten Zahlen und Fakten zu kombinieren. Es geht also um die Hochzeit von Herz und Verstand. Darum geht es bei dir im Copywriting ab sofort, dass du Menschen wirklich auf prickelnde Art und Weise abholst, dass du ganz genau verstehst, wo sind die Schmerzpunkte, was beschäftigt deine Zielgruppe gerade, was treibt die um, warum liegen die morgens um 3 im Bett und woran denken die, wenn sie aufwachen. Darum auf der einen Seite, also kenne deine Menschen sehr, sehr gut. Was für eine Sprache sprechen die? Auf welcher Plattform treiben die sich auf Social Media rum etc.? Aber dann auch gleichzeitig zu gucken, wie kannst du das Ganze untermauern mit Fakten, Zahlen und so weiter. Also wenn du was anbietest, versuche immer beides zu kombinieren. Herz und Verstand wollen am Ende des Tages glücklich und zufrieden sein. Darum geht es in erster Linie für dich. Also schau auch da mal auf deine Webseite und auf deine Texte und guck mal, ob du schon beide Hälften versorgst, ob du sowohl das Herz als auch den Verstand mit ausreichenden Worten versorgst und Zahlen. Wenn nicht, hol das mal nach. Das ist ganz relevant für deine Zukunft als erfolgreicher Unternehmer, als erfolgreiche Selbstständige. So, das war Nummer 1. Nummer 2, worum geht es jetzt seit der Pandemie? Der Mensch, der rückt immer stärker in den Mittelpunkt, noch viel stärker als überhaupt vor Ausbruch der Pandemie. Es geht nicht mehr so stark darum, wie kannst du deine Texte SEO optimieren, wie kannst du die für künstliche Intelligenz optimieren, also sprich für Alexa oder Siri. Die funktionieren im meisten Fall, sagen wir mal ganz ehrlich, nicht so, wie wir es gerne hätten. Und Menschen sind müde, haben es echt satt, so computergenerierte oder SEO aufpolierte Texte zu lesen, wo es ganz klar nur darum geht, im Ranking irgendwie weiter oben zu landen. Rückt den Mensch in den Mittelpunkt. Menschen, wie wir immer sagen und immer wissen, Menschen kaufen von Menschen. Und deswegen auch da, was beschäftigt diesen Menschen gerade, der da jetzt sitzt und deine Inhalte konsumiert? Geh da nochmal ganz genau wirklich in die Psychologie und mach da eine super Analyse deiner Zielgruppe. Mach auch mal Umfragen, wenn du auf Social Media schon aktiv bist und so weiter. Beim Copywriting geht es immer darum, genau zu verstehen, was sind die Hoffnungen, was sind die Wünsche, was sind die Träume, Sorgen, Ängste dieses Menschen? Und wie kann ich das jetzt nehmen, diese Erkenntnisse nehmen und diese Analyseergebnisse nehmen und ihn dazu bewegen, eine Kaufentscheidung zu treffen? Also sprich,
Kenn deine Menschen ganz genau und passe deine Texte, deine Inhalte, deinen Content entsprechend an. Ja, SEO ist wichtig, aber es darf nicht so klingen, es darf sich nicht so lesen, wie als hättest du alles drum gegeben, nur auf Google Nummer 1 zu landen. Natürlich wäre das für uns alle reizvoll, aber Menschen sind schlau. Menschen sehen den Elefanten im Porzellanladen, die sehen das Ungesagte. Und jetzt als Konsumenten, dadurch, dass wir 2 Jahre Pandemie geplagt waren, noch viel mehr. Menschen sind kritischer geworden und wollen sich einfach persönlich abgeholt fühlen. Jetzt gerade, wir dürfen uns wieder frei bewegen, die Masken sind nicht mehr da, es gibt keine Beschränkung mehr in unserer Welt, in der wir jetzt hier leben. Menschen wollen das Miteinander. Also konkret für dich im Copywriting geht es darum, dass du Worte wie wir und gemeinsam, gemeinschaftlich verwendest. Im Team, Umfeld, Umkreis, dass du immer wieder hörst und auch immer wieder gesagt bekommst, du bist Teil eines Ganzen, du bist ein ganz wertvoller Teil dieser Gemeinschaft. Du kaufst dich ein in ein wahnsinnig tolles Umfeld, wenn du jetzt dieses Coaching, diese Beratung mit uns machst. Wir gehen gemeinsam ein Stück, wir nehmen dich an die Hand. Also Menschen lieben es, und das merken wir jetzt 2022 als Copywriter ganz extrem. Menschen lieben dieses Miteinander. Wir haben es satt, alleine im Lockdown zu sitzen und nicht irgendwo Teil eines Ganzen sein zu können. Deswegen ist es so wichtig, dass du da auch bei deinen Texten sehr extrem drauf achtest. Betone das Miteinander. Was haben Menschen davon, zu dir zu kommen? Du nimmst sie an die Hand. Du bist ihre Räuberleiter, du bist ihre Abkürzung oder du bist die Lösung für etwas und machst das mit ihnen, erarbeitest das gemeinsam. Also betone dieses Gemeinschaftliche. Das sehen wir auch jetzt gerade hier im Copywriting in Großbritannien, da wo ich erlebe. Guck mal auf die Werbung, die jetzt gerade so in deinem Land produziert wird. Guck mal, wie sich das Copywriting jetzt über die letzten Jahre angepasst hat. Menschen interagieren heute, jetzt nach der Pandemie oder jetzt nach den ganzen Lockdowns und Beschränkungen, die wir durchgemacht haben, interagieren ganz anders mit Geschäften als noch zuvor. Das heißt, du musst dich als Geschäft oder als Business, egal ob du jetzt selbstständig bist oder ein Unternehmen hast, ein größeres, du musst dich nahbar machen, du musst dich auf Augenhöhe menschlich zeigen. Wir alle haben das gemeinsam durchgemacht und wir haben es überstanden in unseren Teilen der Welt, und das darfst du auch immer wieder in den Mittelpunkt rücken. Also was kannst du noch stärker betonen, dass gegenüber dein Leser das Gefühl bekommt, hey, wir sind alle Teil eines Ganzen. Ich fühle mich an die Hand genommen, ich fühle mich gut betreut und warm, wohlig aufgehoben und habe da die richtige Entscheidung getroffen, wenn ich jetzt dieses Angebot wahrnehme. Der letzte Punkt ist, dass FOMO, also the fear of missing out, die Angst, alles zu verpassen, nicht mehr zieht. Warum? Weil wir alle die gleichen Beschränkungen hatten, die gleichen Lockdowns, die gleichen Abstriche machen mussten. Niemand ist auf Partys oder Weltreisen gegangen. Niemand saß im Infinity Pool irgendwo. Sei denn, die waren wirklich unter den Glücklichen. Sodass die Pandemie vieles demokratisiert hat. Das heißt, du musst deine Strategie ändern. Deine Strategie für deine Texte, dein Copywriting musst du anpassen, eben auf diese Zeit jetzt nach der Pandemie. Wir alle sind jetzt auf der anderen Seite angekommen, wir dürfen uns wieder frei bewegen. Das heißt, wir möchten daran erinnert werden, dass wir die Wahl haben. Wir als Konsumenten dürfen uns informieren auf dem Markt und dürfen uns schlau machen, was das alles gibt. Und das wollen deine Konsumenten natürlich auch hören. Du hast die Wahl. Du entscheidest, für welches Angebot es jetzt weitergehen soll oder mit wem du losreiten willst oder welche Dienstleistung du beanspruchen möchtest. Du hast die Wahl, lieber Konsument. Deswegen FOMO zieht nicht mehr. Was zieht aber sehr gut? Du musst rausfinden als Konsument, als Verbraucher, wer zu dir passt. Also, who is the right fit? Wer passt wirklich zu mir? Wer passt zu meinen Werten?
Bei wem habe ich das Gefühl, dass er mich auch versteht und dass er was auf dem Kasten hat und dass es menschlich irgendwie passt, dass die Chemie stimmt? Und wie kannst du das rüberbringen, wenn du Berater bist oder Coach oder eine andere digitale Dienstleistung anbietest? Natürlich durch deine Markensprache. Die kannst du immer weiter ausbauen und in den Mittelpunkt rücken. Dazu haben wir an anderer Stelle schon mal 2 Folgen zugemacht im Podcast. Also hör da auch gerne noch mal rein. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du in deiner Markensprache Charakter zeigst und Humor zeigst, dass du Menschen wirklich ein Gefühl gibst, dass die dich kennen und dass sich jede E-Mail, die geöffnet wird, jeder Text von dir, jeder Beitrag auf Social Media, jede Korrespondenz dazwischen so liest, als würdest du die laut vorlesen, als würde die wirklich gerade aus von deinen Lippen kommen, dass sich Menschen an dich erinnern, dass deine prickelnden Worte ins Herz gehen, dass sie sitzen, dass sich Menschen wirklich genau vorstellen können, wie du deine Texte jetzt gerade laut sprichst. Und da bietet sich wirklich an, wenn du selbstständig unterwegs bist, mal dich richtig hinzusetzen und deine Markensprache klar für dich zu definieren. Was gehört dahinter? Welche Werte stehen da als Fundament unten drunter unter deiner Markensprache? Was möchtest du vermitteln? Möchtest du gesehen werden? Wie möchtest du rüberkommen? Und das ist ganz wichtig und wird immer stärker jetzt auch 2022 und darüber hinaus in den Mittelpunkt rücken. So, ich hoffe, du hast hier wertvolle Inhalte heute für dich mitgenommen. Heute ging es wirklich mal darum, auch zeitgemäß zu gucken, was müssen wir jetzt wissen als Copywriter oder als Laien, die sich des Copywriting bedienen, um auch da mehr Umsatz und mehr Erfolg zu haben. Die Pandemie hat einiges verändert, das weißt du genauso gut wie ich. Und das kannst du jetzt für dich als Chance nehmen, dadurch, dass du jetzt weißt, was es war und immer gezielter auf deinen Texten oder in deinen Texten darauf achten, dass du diese 9 Punkte auch beherzigst. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, denn meine Mission ist es, dich da wirklich zu befähigen, kompetent zu sein, dich wohlzufühlen mit deinem Schreiben und auch relativ schnell und zeitnah da gute Ergebnisse zu erzielen und wirklich harte Zahlen, hartes Geld zu machen und die Traumkundschaft, mit der du so gerne arbeiten möchtest, auch ins Boot zu holen, weil sie das Gefühl haben, dass deine Worte prickeln. So, das war's von meiner Seite. Danke für deine Lebenszeit. Danke, dass du heute hier warst und für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Wir hören uns beim nächsten Mal.